Herzlich willkommen zu Two Nerds Playing MOP. Ich und der Koi, wir stehen hier in der goldenen Terrasse. Hallo Koi. Hallo, Marcel oder Und Serafee. Pirafi, genau. Und wir schnacken heute mal wieder ein bisschen. Jetzt wollten wir euch eigentlich hier zeigen, so die Homebase, würde ich mal sagen, von Mists of Pandaria, oder? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Also wir stehen hier draußen. Du kannst es ja mal auf der Karte zeigen, Nino, wenn du mal die Karte aufmachst. Schrein der zwei Monde. Uah. Ja. Und ich denke mal, wir gehen mal rein und zeigen den Leuten, was da so abgeht drinne. Komm Ja, mit. okay, los. Los. Hopp, hopp. Was So. man schon mal sagen kann, da drinnen ist ein Mount nicht erlaubt, darum laufen wir auch gleich, also. Genau. So, hier haben wir einmal auf der, Sie sehen, auf der linken Seite. Bla, nein. Auf jeden Fall seht ihr auf der linken Seite hier, das ist Allianz. Ne? Wenn ihr nochmal die Karte aufmacht, das ist getrennt von rechts und links. Kann man, das ist dann die Allianz. Und wir sind natürlich rechts, Horde. Und wenn wir mal zur Horde spazieren. Ich laufe mal vor. So, wenn ihr rappen wollt, hier um die Ecke ist ein Rapper. Ich renne mal vor. Ein Rapper? Ein Rapper, Ein ein Rapper. Rapper? Eis. Snoop Doggy Dogg, Alter. Nee, Mann, nee, wie war das, diesen Film hier? Der ist auch ein neuer Film im Kino. Wie heißt der Super Dad? Nee, keine Ahnung. Chaos War Dad? Keine Ahnung. der Chaos Dad, genau. Und da war Ja. doch hier Dings hier. Wie heißt das? Vanille Eis. Eis, Eis, Baby. Verstehst du? Nee, auf jeden Fall, hier könnt ihr reparieren. Hier ist auch gleich Post und hier ist ein Ingi und so. Und Ich hier hab ist keine eine. Post. Ich hab keine Hier Post, Marcel. ist eine Ampel. Die ist jetzt auf Gelb. Egal, gehen wir mal hier hoch. So. Ey, wo bleibst du, Gimp? Komm. Ah, da ist er. So, hier oben könnt ihr den Ruhestein nehmen. So, Ich hab ich gehe mal meinen da vor. drüben. Hier. Hier, ne? Hier, genau. Gastwirt. Wo die dicken Pandas stehen. So, und dann was ich ganz schön, was gut gemacht ist, wenn wir den mal auf die andere Seite gehen. Hier haben wir Portale nach OG und nach Shadrat, nach Unterstadt. Auf der anderen Dalaran Seite vor nach allen Dingen auch Dalaran. wichtig, ja. Ja, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Oh, meine Katze. Meine Katze wird rollig. Die macht immer so komische Geräusche. Weiß ja auch nicht, was da los ist. So. Hier haben wir den Umschmieder. Nino, komm. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hier. Kann man Hier schmieden wir umschmieden. mal um. Leerlager. Was haben wir denn hier zum Umschmieden? Morgen, Ich habe morgen. alles umgeschmiedet eigentlich, was ich habe. Ja. Also. Ups. Ja, hier kann man umspielen, ne? Das ist ganz cool gemacht. Ja, und hier haben wir natürlich hier unser Bankfach für die Sets. Ja, apropos Sets und Items. Wir waren natürlich auch in HC-Inis. Haben die getestet. Also wir gehen da jetzt nicht rein. Also wir haben, glaube ich, wir haben die schon so generdet. Ja, Das ist. definitiv. Oh. Einfach zu viel gewesen schon des Guten. Wir kennen die auswendig alle. Und wir sind zum Entschluss gekommen, also wir beide, sag ich mal, die sind zu einfach. Zu einfach ist keine. Man hat keine Herausforderung. Also, okay, man hat, oder Blizzard hat schon gesagt am Anfang, bla bla bla, macht den Herausforderungsmodus für schwere, damit das schwerer wird. Aber ja. Okay, die HC-Inis sind auch langweilig. Sie sind stinklangweilig. Ich finde sogar einen Tick langweiliger als so WOTLK-Zeiten. Oder zu Cutter-Zeiten war es, finde ich, am Anfang richtig cool. Da hast du noch CC Ja, geschiebt genau, und. wollte ich gerade sagen. Cutter war am Anfang ja nicht gerade das Einfachste. Nee, richtig. Vor allen Dingen, wenn man das Equip noch nicht hatte. Man ist eben halt grün da rein und hat sich erstmal an den Ja. Bossen tot gewiped, weil man eben halt auch noch Richtig. nicht wusste, wie es geht. Und hier geht man rein, grün equipped und ja, tankt Man und nutzt spammt, alles um. ne? Ja, genau. Alles. Es ist einfach. Und das ist einfach nur stumpfes Abgegrindet. Also. Es ist zwar schön, mal was Neues zu sehen, so neue Instanz und die sind echt gut designt, die sehen auch echt gut aus, finde ich, auch von der Geschichte her, ist echt interessant. Aber die bringen mir nichts. Also man geht da nur rein, ein bisschen Items abgreifen und das ist alles einfach zu einfach. Also das ist einfach nur so nichts Neues im Vergleich zum Ende Cutter, sag ich mal. Ja, das stimmt. Wieder stimmt. Nimm mehr nicht oder was? Hallo, Nino.
Ja, und dann wollen wir natürlich auch Items haben, ne? Also beziehungsweise wir sammeln ja, du kannst ja mal deine Abzeichen-Dings aufmachen, Nino. Und da könnt ihr sehen, wir sind leicht an den Caps. Das passiert sehr schnell, sag ich mal, ne? Dass man an den Cap ist. So 4000 Gerechtigkeitspunkte, 1000 Tapferkeitspunkte. Ja, die sind voll. Die Ja. sind schnell voll. So. Und wir möchten die gerne ausgeben. Das klingt logisch, ne? Ja, gehen wir doch mal zum Verkäufer, Händler. Der steht doch einer unten. Wo denn? Dann kommen wir Wo mit. steht er? Was? Ja, Okay, laufen unten wir halt. hier. Ja, gehen wir hier runter halt. Ja, wo willst du? Hier kannst du von der Terrasse springen, Mensch. Ja, hier kannst du auch runtergehen, Mensch. Warte, warte. Zack. Er springt da. Ich habe ihn Mensch, wo gesehen. bleibst du denn? Das kann nicht sein. Ich krieg gerade meinen Koi. Speedboost hier. So, komm. Unten, ne? Da sind die ganzen Unten, ja. Fraktionen, ne? Genau. Da ist Ja. ein Händler. Wo? Hier rechts. Ja, da. Herzlichst willkommen. Ich möchte was kaufen. So, und hier kann man Ich sehe natürlich die gerade, Gerechtigkeitspunkte ausgeben. ich muss mal unterbrechen. Ich muss echt mal unterbrechen jetzt. Weißt du was? Ich kann mir hier einen Umhang kaufen, der ist besser als meiner. 450er, ja. Tja, den habe ich mir jetzt gekaut. Oh, ist das schön, hast du das gesehen? Ich habe einen Erfolg rückbekommen. Hahaha. Ja, den So. habe ich auch schon. Den habe ich auch schon. Auf jeden Fall kann man hier, wie ihr seht, Items kaufen für Gerechtigkeitspunkte und Tapferkeitspunkte. Ja, dann können wir eigentlich auch gleich sagen, dass heute ein Hotfix aufgespielt wurde. Man braucht für die 450er Items, das sind die blauen, keinen Ruf mehr. Gott sei Dank, Weil, also. ja, Blizzard hat eingesehen, dass das einfach viel zu viel Rufgefarm ist. Ich weiß nicht, wir sind jetzt seit Release sind wir nur im Ruffarm und wir hatten das immer noch nicht auf Wohlwollend. Also, Respektvoll braucht man hier sogar für die blauen Sachen, sehe ich gerade. Also jetzt. respektvoll braucht man für die epischen Sachen, Ja, Nino. okay, ja. Also für 89er. Und respektvoll, das ist schon Hammerding. Also, ich habe nächste Woche 2000 Punkte, das kann ich jetzt schon sagen. Cap. Wochencap und kann die immer noch nicht ausgeben, weil ich immer noch nicht respektvoll bin, weil ihr müsst jeden Tag alle Fraktionen die Dailies machen. Das ist sowas von nervig. Das glaubt mir, wenn ihr 90 seid, das nervt euch, es ist unerträglich. Ihr geht zu die Klaxis, macht da ihr die 10 Dailies, die da sind, dann geht ihr zu den Wolkenschlangklan, macht da die 10 Dailies, dann geht ihr zum Orden, die Goldene Lotusordner. Lotus. Goldenen Lotus macht da eure Dailies, denn geht ihr hier, die Lotusblüte, das ist das, glaube ich, Lotusblüte, ne? Goldener Lotus. Ja, nee, das ist noch was anderes hier. Die kannst du erst machen, wenn du bei Goldener Lotus ehrfürchtig bist. Ja, genau. Ach ja, okay, stimmt. Ja. Man muss für verschiedene Fraktionen ehrfürchtig haben, um andere Fraktionen ehrfürchtig zu machen. Wenn ihr die normalen Fraktionen ehrfürchtig macht, dann kriegt ihr nebenbei auch noch Ruf, zum Beispiel für den Schwarzen Prinzen, für eure Legendary Quest. Und. Also, das ist total nervig. Also, ihr könnt euch ein Item kaufen und es geht nicht, weil ihr den Ruf nicht habt. Das ist, ich weiß nicht, mich nervt das gerade tierisch. Ja, das stimmt. Ist echt nervig. Definitiv. Also, das ist echt krass. So viel Rufgefahr hatten wir noch nie in WoW. Naja, zu Classic, beziehungsweise zu Ja, aber BC. nicht so ausgeprägt. Also, dass es aufeinander aufbauend ist, zum Beispiel, dass man eine Fraktion erstmal auf ehrfürchtig haben muss, um bei der anderen überhaupt anfangen zu können, hinterher weiter Ruf zu fahren, so nach dem Motto. Naja, damals zu BC-Zeiten musste man ja auch für die Schlüssel, ne? Du brauchst ja erst Wohlwollen oder respektvoll, keine Ahnung. Respektvoll, glaube ich, erst, um eine Ja, Hero-Schlüssel zu kriegen. stimmt ja. Das wurde dann abgeschwächt auf wohlwollend und jetzt gibt es ja gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Das Gequest, das geht mir auf dem Eier. Weißt du, du wirst endlich 90, weil ihr werdet merken, wenn ihr questet, das zieht sich dermaßen. Ihr macht gefühlte 100 Millionen Quests. Echt, ungelogen. Und dann seid ihr endlich fertig und könnt Hero Instanzen, geht Hero Instanzen und danach, wenn ihr die Punkte habt, müsst ihr wieder questen, 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 questen. Damit ihr den Ruf habt, um euch epische Items bzw. blaue Items zu kaufen. Okay, das ist mit dem blauen Item, das ist nicht mehr, aber trotzdem, das ist nervig. Ne? Derbe nervig.
Ja, für uns kam es ja zu spät mit den blauen Items. Ja, Definitiv. jetzt kommt der Nerf, also der Hotfix, und wir brauchen das gar nicht mehr, weil wir schon 463er Items haben aus den HC-Inis. Ja. Na super. Ne? Ja, nichtsdestotrotz haben wir für euch ja noch was Schönes, ne? Wir haben auch noch ein Leckerli, ne? Oder? Ja, definitiv. War schön witzig gestern. Und zwar haben wir für euch ein Video. Und zwar haben wir den Weltenboss Char des Zorns gelegt mit einer, ich glaube, waren wir 25 Leute? Ich glaube auch, ja, 25 kommt hin, ja. Das Char waren des Zorns. 25. Also wir stehen davor, wir haben ein paar Mal versucht zu zweien. Einmal hat uns ein anderer den weggetaggt, ne? Also wir wollten ihn angreifen, hat weggetaggt, der war für uns grau, dann mussten wir wieder tryen. Und dann, ich glaube, der erste Try, der war so, wir wussten eigentlich gar nicht, was wir machen sollten, ne? Genau, richtig. Ja, und dann haben uns die Ads alle zerfetzt Ja, und da sind ja. dann Ads gespawnt, man wird übernommen und bla, pfam, pfam. Und dann, wir hatten ihn da aber schon. Und ja, ihr müsst verstehen, wir kommen da an, der Boss ist da, wir greifen an, wir wissen von gar nichts und der Boss war schon auf 50%. Das fand ich schon irgendwie eigenartig, oder Nino? Also richtig Ja, eigenartig. definitiv. Ja, lass uns doch einfach mal reingucken in den Ja, Fight. gucken wir mal rein. So. Ja, da sieht man schon, dass es sehr Ja. chaotisch ist, auf jeden Fall. Überall Ads. Geschnetzelt. Viel, viel AI-Effekte und unübersichtlich auch. Wir hatten auch keine Taktik eigentlich. Wir haben einfach nur gemacht. Ja, wir haben die einfach wir haben weggeschnetzelt. Ja, Also genau. wir haben da richtig reingehauen. Der war da auf 50% und weiter. Und die Leute sind gestorben, sind zu ihrer Leiche gelaufen, haben die wiederbelebt, weitergekämpft, sind gestorben. Das Ding ging die ganze Zeit so. Und also ich habe mir einen Weltenboss anders vorgestellt, muss ich sagen. Ja. Also Und man muss auch dazu sagen, dass jeder zweite unterequipped war, der gerade vielleicht ein Tag 90 ist, so nach dem ja, Motto, wir hatten ne? sogar 78er dabei. Ne, 88er, ne, 87er oder 88er, grün equippte, also die noch überhaupt gar nicht drin waren. Und wir waren 25 oder gar ja, knapp 25, 26 Leute. Und der Boss, der ist gefallen. Der ist einfach Ja. so umgefallen. Also da war nichts, das war nicht so wie damals hier, wie hieß er nochmal? Der Weltenboss. Kazar, nee, Katza, nee, wie hieß er noch? Kasa, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist schon so Der lange her. mit den Shadow Balls, der auch immer Iron Ach, Forge hier, den geradet man auch nach hat. Stormwind kiten konnte damals. Ja, Ja, Kazak. Nee, Kasa, weiß ich genau, nicht. Lord Kasa. Kazak. Das war noch richtig, da brauchte man, das war noch richtig schwer, Ja, fand ich. alle, und vor allen Dingen, wenn man ja auch mehr als 40 war, da zählten, glaube ich, auch die Pets dazu, dann hat er Shadow Balls gecastet bis zum geht nicht mehr. Und ja, man war eigentlich sofort down. Ja, und die Loot-Verteilung war ja auch dementsprechend, also die ist ja in Mists of Pandaria ein bisschen anders. Ihr würfelt ja nicht mehr Ja, man im sieht es Raid. auch, also das blende ich den jetzt mal ein hier, man sieht die Loot-Verteilung, jeder kriegt eine Chance auf ein Item, wirklich alle. Genau. Man Ja, kriegt so einen Beutel genau. und in diesem Beutel macht ihr auf, ihr kriegt ihr Gold. Und Oder wie man auch halt. sehen kann, wir haben noch diese Marken gekauft gehabt, dass wir noch einen Zusatzloot, eine Chance auf einen Zusatzloot hatten. Haben leider auch nichts bekommen, auch nur Gold. Ja, und der Boss, ja, wie gesagt, zum Abschluss muss ich sagen, der war langweilig. Also, wenn die anderen Weltenboss auch so sind, dann Prost Mahlzeit. Ich hoffe, inständig, die Raids sind gut. Gehen ja jetzt Mittwoch auf, also morgen. Hoffen wir mal, ne? Ja, nee, die gehen auf. Also, die erste Instanz, wie heißt sie? Da muss ich mal selbst gucken. Mogushan-Wölbe geht, glaube ich, auf. Und ja, wir sind ja nur zu zweit. Und ich weiß nicht, wir werden wohl kein. Weil unser Server ist ja tot, ne? Kann man so sagen, dass unser Server Unser tot Server ist? ist definitiv tot, ja. Und es ist ja nicht so wie auf Erida oder so, wo denn die ganzen Nerds spielen, die richtigen Nerds, weil da auch welche von WoW-Szene, ne? Und von Venian. Also egal auf welchen Realm bekannte Leute spielen, so wie von Venian. Kennt ihr bestimmt auch Venian? Kennt ja jeder eigentlich. Da gehen immer die ganzen Fanboys hin. Da sind die Server mal so derbe voll. Ja, sollten wir auch mal ein paar Fanboys kriegen hier, wa?
Oder wie? Machen wir die Gilde voll mit Fanboys. Das wär's. Ja, nee, auf jeden Fall werden wir wohl so schnell nicht raiden können. Wohl LFR oder so, aber wir werden mal gucken, ob wir da uns einen Raidplatz ergattern können. Ja, werden wir auf jeden Fall hinkriegen, sowas in der Richtung. Ne. Und dann sage ich mal, danke, dass ihr zugeschaut habt. Würden uns freuen, wenn ihr Kommentare schreiben würdet oder uns einen Daumen hoch oder runter. Wir brauchen natürlich euer Feedback. Oder was wir anders machen können, könnt ihr euch gerne eine Mail schreiben oder ihr könnt auf unsere Facebook-Seite gehen. Sucht ihr einfach bei Facebook Two Nerds Playing MOP. Da haben wir eine Facebook-Seite, da haben wir auch Oder halt letzte unten auf den Woche Link klicken, wäre natürlich viel ja auf den Link einfacher. klicken ohne Description in der Description. Und Nino muss mal sein Mic schneller ausmachen, damit ich mich nicht immer selber höre. Da könnt ihr uns liken. Wir haben letzte Woche haben wir ein Mist of Pandaria CD-Key verlost. Und ich denke mal, nächste Woche oder übernächste Woche werden wir nochmal eine Gamecard verlosen. Also schön Facebook liken und aufpassen. Und dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen, ne? Nino? Richtig, so Und sieht's bis zum aus. nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.